Die wirtschaftliche Schieflage der Signa Holding zieht weitere Kreise. Heute hat die KaDeWe-Gruppe Insolvenz angemeldet. Zu ihr zählen das Luxuskaufhaus in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und der Oberpollinger in München. Als Grund nannte das Unternehmen die stark gestiegenen Mieten an den drei Standorten. Der Betrieb soll aber weitergehen. Die KaDeWe-Gruppe gehört fast zur Hälfte zum insolventen Signa-Konzern von Investor René Benko. Das KaDeWe, das renommierte Berliner Kaufhaus des Westens, steht für Luxus und Kunden, die sich etwas gönnen. Doch jetzt heißt es Insolvenz. Die KaDeWe Group hat beim Amtsgericht einen entsprechenden Antrag gestellt. Das betrifft auch das Alsterhaus in Hamburg und den Oberpollinger in München. Die Begründung der KaDeWe Group, die hohen Mieten. Sie seien im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018-2019 um fast 37% gestiegen. In den nächsten Jahren sollen sie weiter ansteigen. Ertragreiches Wirtschaften sei so unmöglich, heißt es. Und das Insolvenzrecht gibt da einige Freiheiten. Man kann im Rahmen eines solchen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung sich auch von unliebsamen, ich sag mal, marktüberhöhten Mieten trennen. Das ist anders, als wenn Sie jetzt nicht in der Insolvenz sind, können Sie nicht einfach sagen, die Mieten sind mir zu hoch. Das geht im Insolvenzrecht in bestimmten Fällen schon. Die Mieten bestimmt derzeit der höchst umstrittene Signa-Konzern, Mehrheitseigentümer bei den Kaufhausimmobilien. Das Insolvenzrecht ermöglicht neue Mietverträge. Vielleicht scheidet Signa auch ganz aus der KaDeWe Group. Die Chance für den anderen Mitgesellschafter der Central Group, einen thailändischen Investor, der ohnehin stärker einsteigen will. Experten sind überzeugt, Kaufhäuser, die Luxusartikel anbieten, funktionieren nach wie vor gut. Eins ist Fakt, das KaDeWe ist sicherlich das Unternehmen im Einzelhandel in Deutschland, das am wenigsten von allen gefährdet ist. Die Gruppe liefert hervorragend ab, macht deutlich über dem Branchendurchschnitt Umsätze. Sale. Die Hoffnung ist groß, dass es da um Mode oder Schmuck geht und nicht um den Ausverkauf der Kauf. In Hongkong hat die Auflösung des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande angeordnet. Das Unternehmen steckt seit Jahren in der Krise. Inzwischen hat der Konzern rund 300 Milliarden US-Dollar Schulden. Das meiste Geld stammt von Banken und Wohnungskäufern in China. Ein kleinerer Teil, etwa 23 Milliarden US-Dollar, sind Kredite aus dem Ausland. Weil das Unternehmen diese nicht zurückzahlen kann, hatten die Geldgeber in Hongkong geklagt. Dort ist Evergrande an der Börse notiert. Unfertige Wohnungen, weil der Immobilienfirma das Geld ausgegangen ist. Ein typisches Bild in China. Evergrande, dem Bauherrn dieser Häuser, droht nun die Auflösung. Das zumindest ordnete die Richterin des obersten Gerichts in Hongkong an. Ausländische Investoren hatten wegen nicht gezahlter Schulden geklagt. Im Urteil schreibt sie: Meines Erachtens sind die Interessen der Gläubiger besser geschützt, wenn das Unternehmen vom Gericht aufgelöst wird, sodass unabhängige Liquidatoren die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen. Das Urteil zur Auflösung von Evergrande war in China in keiner Nachrichtensendung ein Thema. Pekings Regierung erkennt Insolvenzurteile aus der Sonderverwaltungszone Hongkong in der Regel nicht an. Die Begründung, dort herrsche ein anderes Rechtssystem. Es bleibt unklar, ob das heutige Urteil in Festlandchina, wo 90% der Unternehmenswerte liegen, überhaupt große Konsequenzen haben wird. Das ist kein Lehman Brothers-Moment, wie wir ihn 2008 erlebt haben. Trotzdem zeigt es uns, dass die Immobilienkrise in China noch lange nicht vorbei ist und dass sie die chinesische Wirtschaftstätigkeit weiterhin belasten wird. Seit 2021 steckt der Immobiliensektor in China in der Krise. Immer wieder hatten Zulieferer und Wohnungskäufer, die, wie in China üblich, im Voraus gezahlt hatten, für ihre Rechte demonstriert, weil die Wohnungen nicht fertig oder Rechnungen nicht bezahlt wurden. Das heutige Evergrande-Urteil könnte das Vertrauen in diese Branche weiter schwächen. Die Immobilienbranche ist zentral für Chinas Wirtschaft und eine Abwicklung des Evergrande-Konzerns könnte auch Folgen für Deutschland haben. Eine Einschätzung dazu von Markus Gürne aus dem ARD-Börsenstudio. Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China ist sehr groß. In diesem speziellen Fall mit dem Immobilienthema ist das Problem aber wahrscheinlich nicht so akut, weil sowohl europäische Finanzinstitute als besonders auch deutsche Banken davon nicht betroffen sind. Aber es fehlt jetzt das Geld in China auf der anderen Seite. Viele haben versucht, Wohnungen zu kaufen, die sie jetzt nie werden beziehen können. Jetzt fehlt das Geld für den Konsum und das könnte für deutsche Unternehmen durchaus problematisch werden, zum Beispiel für die deutsche Automobilindustrie, wenn die Nachfrage sinkt und deshalb weniger deutsche Autos in China verkauft werden könnten.
Nicht nur deutsche Bauern sind unzufrieden mit der Agrarpolitik ihrer Regierung. Auch in Frankreich gehen Landwirte seit Tagen auf die Straße. Sie haben zur Belagerung der Hauptstadt Paris aufgerufen. Auf wichtigen Zufahrtsstraßen wurden kilometerlange Blockaden errichtet. Sie sollen für unbegrenzte Zeit aufrechterhalten werden. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot reagiert, um sicherzustellen, dass die Hauptstadt erreichbar bleibt. Mit belegten Baguettes hat die Belagerung von Paris begonnen. So nennen die protestierenden Landwirte ihre Blockade von wichtigen Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt. Wir sind wütend. Dass es für die Verbraucher nicht zu viel kostet, ist das eine. Aber wir müssen auch von unserer Arbeit leben können. Es ist der 12. Tag in Folge, an dem die Bauern in Frankreich protestieren. Auch aus Agen im Süden haben sich Traktoren auf den Weg in die mehr als 500 Kilometer entfernte Hauptstadt gemacht. Vielleicht brauchen wir 24 Stunden, aber wir haben ja auch die Zeit, nach Paris zu fahren. Und wir hoffen, dass der Minister währenddessen Entscheidungen trifft. Ihr Ziel? Europas größter Frischmarkt Rungis. Seit gestern rigoros abgeschirmt von der Gendarmerie. 15.000 Sicherheitskräfte sind heute im ganzen Land im Einsatz. Die Zugeständnisse von Premierminister Gabriel Attal, unter anderem Steuererhöhungen auf Agrardiesel zurückzunehmen, reicht den Bauern nicht. Ihr Protest richtet sich gegen Bürokratie, sinkende Einnahmen und europäische Umweltauflagen. Der Rückhalt in der Bevölkerung ist groß. Einer repräsentativen Umfrage zufolge unterstützen 89% die Bewegung. Sie sind die, die uns ernähren. Das bedeutet Leben. Und unsere Landwirte werden einfach ganz schlecht behandelt. Wir sind gewohnt, dass man seine Meinung laut auf der Straße ausdrückt. Ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Man wird Lösungen finden. Die Bauern haben angekündigt, die Blockade auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Die Bauernproteste in Deutschland haben ihren vorläufigen Höhepunkt schon hinter sich, gehen aber dennoch weiter. In Hamburg blockierten heute Traktoren Zufahrten zum Hafen. Auch andere Häfen waren das Ziel der Demonstrationen. In Niedersachsen versperrten Traktoren Straßen zum Jade-Weser-Port. Der Protest der Landwirte richtet sich vor allem gegen Subventionskürzungen der Bundesregierung. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. Januar. Hochdruckeinfluss sorgt in der Südosthälfte Deutschlands noch für freundliches Wetter, aber von Nordwesten machen sich Tiefausläufer bemerkbar, die uns heute Nacht schon dichtere Wolken bringen. Oft ist es aber noch klar. Vor allem im Süden bildet sich mancherorts Nebel. Morgen gibt's in der Nordwesthälfte immer mehr Wolken und später fällt hier und da etwas Regen. Ansonsten erwartet uns abseits lokaler Nebelfelder eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Heute Nacht 7 bis 1 Grad, Richtung Süden wieder leichter Frost. Dort bei Nebel morgen nur niedrige einstellige Werte, sonst vielerorts um 10 Grad oder etwas darüber. Am Mittwoch bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken stellenweise etwas Regen. Am Donnerstag liegt der Norden auf der freundlicheren Seite, aber am Freitag gibt es in der Nordhälfte wieder viele Wolken und gebietsweise Regen, während im Süden öfter die Sonne scheint.